Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute schauen wir uns mal die Legalisierung von Cannabis in Deutschland an. Du hast es sicher mitbekommen, am 12. April fand eine Pressekonferenz statt, in dem der Gesundheitsminister von Deutschland, Karl Lauterbach, verkündete, dass jetzt Cannabis legalisiert wird und gab da verschiedene Schritte bekannt. Das passt ja auch in diese sehr exzentrische Luftepoche, dass sich natürlich auch immer wieder neue Regeln, neue Gesetze manifestieren und gezeigt werden. Was mich aber heute bei dieser Analyse besonders interessiert ist, ob diese großmundige Ankündigung einer Legalisierung nicht vielleicht auch ein bisschen ein Buschfeuer ist, ein bisschen eine Ablenkung von den wirklich wichtigen Gesundheitsthemen, die vielleicht angeschaut gehören würden. Beispiel dieses Postvex-Syndrom und dass man sich mit dem noch mehr beschäftigt. Jetzt hat man auf jeden Fall in der Presse das Cannabis hervorgekramt und ich möchte mir das jetzt einfach mal so von der astrologischen Warte aus anschauen. Hält das? Kann das kommen? Was steckt denn da dahinter? Was ist denn da wirklich für eine Bestimmung hinter dieser Ankündigung? Und ich nehme eben das Datum dieser Pressekonferenz her für diese Analyse. Und dann schauen wir uns das gleich mal an. Also stattgefunden hat das am 12. April 2023 um 11.30 Uhr. Berlin habe ich hergenommen. Und wenn wir uns ein Thema anschauen wollen, das Thema eines Horoskops, dann schauen wir uns immer den Aszendenten an. Und der Aszendent ist in diesem Fall Krebs. Naja, um was geht es denn jetzt beim Krebs? Beim Krebs geht es einfach mal um Fürsorge, um das mütterliche Prinzip, auch um die Gefühlswelt, also um so diese Innenwelt. Eigentlich ist Krebs eben so ein Gefühlsplanet, und also ein Gefühlszeichen bitte. Mond ist natürlich dann der Planet dazu und der Mond steht jetzt in diesem Horoskop im Steinbock im sechsten Haus. Und was bedeutet das jetzt? Also auf der einen Seite haben wir Mond im Steinbock, ist natürlich eigentlich das gegenüberliegende Prinzip. Steinbock liegt ja gegenüber dem Krebs, das heißt, der Mond ist da im Exil, der ist da sehr geschwächt. Das heißt, das Gefühl ist da eher geschwächt, ist da eher abgeschwächt. Und der Steinbock will ja Regeln, will Normen, will für alle etwas Allgemeingültiges haben. Und der Krebs ist ja doch das sehr Individuelle, das ist dein innerstes Gefühl. Das heißt, der Mond ist da eingeschränkt. Und er hat noch dazu eine Opposition zum Mars. Und der Mars steht in diesem Horoskop im 12. Haus und drückt da quasi in der Opposition auf den Mond rauf. Das macht da einen gewissen Druck, einen gewissen Stress rein, bringt eine gewisse Energie hin. Das heißt, etwas bricht aus dem 12er Haus, aus dem Fischehaus raus. Ja? Und Fischehaus steht ja für Nebel, für das etwas benebelt sein, und da will etwas rausdrängen und das will auf deine Gefühle drängen. Also so könnte man das durchaus deuten. Es hat jetzt auch dieses 12er Haus hat als Zeichen eigentlich einen Zwillingaspekt. Ja? Aber Mars selber, wie gesagt, drängt aus diesem Fischehaus auf den Mond hin. Das heißt, er will etwas aus dem All-Eins, aus dem Umnebelten so ein bisschen bewusster werden, beziehungsweise auch in den Alltag eindringen. Also so könnte man das durchaus einmal sehen. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Als nächsten Punkt schauen wir uns mal die Sonne an. Die Sonne steht im 10. Haus. Im 10. Haus, das bedeutet also, das ist die Bestimmung, das ist etwas, das öffentlich wird, das für alle geltend gemacht werden soll. Und die Sonne steht in einer Konjunktion mit Jupiter in diesem 10. Haus. Das heißt, da kommt etwas Neues, etwas Großartiges, da werden neue Themen angerissen, werden neue Grenzen ausgelotet und man will weitergehen auf eine Pionierart im Widder. Und wenn man sich das so vorstellt, dass ja jetzt Deutschland auch mit diesem Gesetzesentwurf in der Europäischen Gemeinschaft, also in der EU natürlich auch eine Vorreiterrolle hat, und da quasi ein Pilotprojekt starten will, dann klingt das alles sehr toll.
Allerdings kann man auch sagen, Sonne plus Jupiter ist natürlich schon mal so dieses etwas zu euphorisch sein und das im Widder auch noch dazu, da kann man sagen, vielleicht ein bisschen verfrüht, vielleicht ein bisschen zu optimistisch das alles dargestellt. Also vielleicht dauert das alles noch viel, viel länger, als es jetzt gerade angekündigt wird, weil das schon auch ein bisschen Übermut repräsentieren kann. Nach dem Sprichwort Übermut tut selten gut. Und das, was ich interessant finde, wenn du dir dieses 10. Haus ansiehst, wir haben ja Neptun in Fische stehen und der Neptun steht genau an der Häuserspitze zu diesem 10. Haus. Und Neptun ist ja auch so der Vernebler, ich nenne den ganz gern mal den planetarischen Kiffer, dieses hey, alles easy, hey, alles ist gut, passt schon alles. Aber auch der ein bisschen, ja, oft einmal zu träumerisch ist oder auch ein bisschen verlogen ist, die Realität nicht ganz so wahrnimmt, wie sie ist. Und das zeigt schon ganz stark, dass es da um etwas, ja, um eine Substanz vielleicht geht, die eben die sehr neptunisch angehaucht ist. Ja. Kann allerdings auch sein, dass das, was uns präsentiert wird, noch gar nicht so klar ist oder gar nicht so fix ist, wie es uns präsentiert wird. Und aufgrund dieses Punktes, das ist einer der Punkte, aufgrund dieses Punktes sage ich auch, naja, vielleicht ist das ein bisschen so ein Täuschungsmanöver und soll vielleicht auch ablenken. Na, dass wir jetzt eben über Cannabis diskutieren und nicht über andere wesentliche Krisen, die vielleicht vorrangiger wären. Naja, und wenn wir uns dieses Horoskop jetzt weiter betrachten, wir haben schon die Sonne gesagt im 10. Haus und dann, wo soll es hinlaufen? Ich habe schon gesagt, das MC ist Fische und Fische ist eben dieses, ja, dieses Weiche, dieses Fließende, dieses Grenzenlose. Und das ist ja durchaus was man mit Cannabis in Verbindung setzen kann. Das ist auch etwas, was ich bei mir in der Praxis immer wieder erlebe, dass Cannabis einfach so weich macht. Das heißt, das weicht dir das Energiefeld richtig auf. Und wenn du da Probleme hast, gewisse psychische Themen schon hast, dann kann das eben sein, dass das so verrückt, dass man nicht ganz wieder zurückkommt oder sich nicht mehr so ganz erden kann. Das passt eben für mich so mit dieser Paranoia auch ein bisschen zusammen, die eben da auftreten kann bei übermäßigem Konsum. Gut, also wir haben als Thema natürlich dieses Fische-Thema, das heißt dieses Umnebelte. Wir haben diese großmundige Ankündigung. Also wir haben da den Merkur im Stier stehen. Und Merkur im Stier ist ja auch so ein bisschen die Funktion. Stier ist auch der Körper und auch die Funktionen des Körpers übers 11. Haus, im Wassermannhaus, quasi ein bisschen im Kollektiv drinnen auch. Und das macht da ein Trigon wieder zum Mond hin. Also dieses Gefühl soll da einfach beruhigt werden, meines Erachtens nach. Also der Mond, der da im Steinbock steht, dieser sehr nüchterne Mond, dieser eingeschränkte Mond, soll da ein bisschen aufgeweicht werden. Also das soll schon da erreicht werden. Und das ist auch ein zweiter Punkt, warum ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver ist. Wir haben auch noch im 7. Haus, das heißt, das, was begegnet, ist der Pluto. Und der steht ja im Wassermann. Also wir sehen ja, Pluto im Wassermann heißt ja, es gibt jetzt diese Macht über das zum Beispiel moderne Technologien, zum Beispiel auch Macht über die Vision soll da ausgeübt werden. Und der Pluto kommt da jetzt aus dem 5. Haus und in dem Sinne sagt er einfach, das ist die Macht auch, also das ist die Lebenskraft, die Lebensmacht und die geht dann in den Wassermann. Das heißt, da wird die Lebenskraft gewandelt, die Lebensenergie soll da auch gewandelt werden. Und die Frage ist dann natürlich immer, nach welcher Vorstellung soll die gewandelt werden? Ist es erwünscht, dass jetzt Leute einfach sich noch mehr benebeln können, noch unbewusster werden, noch weicher werden, dann könnte man sagen, naja, das wäre vielleicht auch ein Plan, der da so gedacht ist. Das muss man sich halt eben anschauen. Aber so ganz so eitel Wonne Sonnenschein und ganz so super locker kann man das nicht nehmen. Jetzt rein von der Energie her, vom Astrologischen her. Also da würde ich schon sagen, so wenn die Lebensenergie so in den Wassermann reingeht und das im 7. Haus,
Also da geht es wirklich um neue Gedanken oder um etwas, das dir begegnet. Und das löst dann eigentlich, ja, das löst Macht oder Ohnmacht bei dir aus. Das ist halt die Frage. Ob du da in die Eigenermächtigung gehst deswegen und das vielleicht dann auch verantwortungsvoll konsumieren kannst oder halt, ob das dann einfach noch dich weicher macht, als es eigentlich dich machen sollte. Dieser Pluto macht dann auch noch ein Trigon zur Venus im 11. Haus rein. Das heißt, wir haben eigentlich so die Macht über den Körper eigentlich recht positiv aspektiert, ja, die Macht auch über den Genuss, die Sinnlichkeit, ja, haben wir das sehr positiv aspektiert über dieses Pluto-Trigon. Was allerdings auch drauf ist, ist auch nochmal vom Neptun kommend, ein Halbquadrat zu Merkur. Das heißt, das ist schon so eine Einschränkung aus der Fische-Energie raus, ja, eine Einschränkung aus der Fische-Energie raus auf den Körper, auf die Materie. Und das macht ja eigentlich auch eine Droge mit dem Körper. Das macht weicher, das lindert womöglich auch Beschwerden und Anspannungen. Das mag alles sein, aber letzten Endes nimmt es auch den Biss, wenn man es nicht sehr bewusst anwendet und sehr bewusst konsumiert, diese ganze Geschichte. Und das ist halt dann wieder die Frage, ist das etwas Gutes, ist das also langfristig etwas Gutes, ist das schlau? Man wird es sehen, was da dann rauskommt. Was auch noch interessant ist, ist ein Quintil von Uranus zu Saturn. Und Saturn steht im Fischehaus. Das heißt, er ist in dieser weichen, luftigen Energie, also das Reglement des Unendlichen eigentlich. Also wie grenzt du denn, wie beschränkst du denn das Unendliche? Also das ist natürlich eine hochphilosophische Frage und wahrscheinlich nicht so ganz machbar. Und da schießt nochmal der Uranus aus dem Stier raus auf den Saturn und das ist nochmal so dieses Zerbrechen einer Form. Also das soll etwas gelöst werden, da wird sich etwas lösen, da kommt etwas Neues zu. Also auch das haben wir in diesem Horoskop mit drinnen. Die Frage ist jetzt natürlich, egal ob man jetzt dafür oder dagegen ist, die Frage, die sich stellt, ist einfach, was hast du für ein Gefühl individuell bei der ganzen Sache? Glaubst du, das kommt so schnell, wie die Regierung das angekündigt hat in Deutschland? Also glaubst du, das kommt jetzt schon dann im Oktober, dass es da weitere Schritte gibt? Aus meinem Gefühl raus glaube ich nicht, dass das so schnell kommt. Das ist ein bisschen mir zu viel Euphorie, ein bisschen zu viel Vorpreschen für das, was ich sage. Das ist unbedingt haltbar. Das kann natürlich auch sein. Man wird sich dann anschauen, was dann passiert letzten Endes. Aber diese Legalisierungsdebatte Cannabis und dass da jetzt jeder drüber redet und jeder drüber spricht, lenkt meines Erachtens nach schon auch von interessanteren, wichtigeren Themen ab, weil es ja nicht darum geht, wie betäubst du dich, sondern es geht darum, wie du klarer wirst. Und apropos zum Thema klarer werden, morgen am Samstag, 15. April, startet ja meine Ausbildung Mediale Energetik in Linz live nochmal. Ich habe noch ein Plätzchen frei für dich. Also wenn es dich interessiert und ganz spontan du dabei sein möchtest, dann melde dich einfach über meine Homepage an oder schreib mir schnell. Und ja, dann schauen wir mal, ob das vielleicht was für dich ist. Das ist auf jeden Fall etwas, wo du bewusster, wo du klarer wirst. Und ganz egal, ob man jetzt diskutiert, ja, Cannabis ist gesünder als Alkohol oder umgekehrt, oder es ist eine Einstiegsdroge, eigentlich geht es darum, klar und fit zu sein und eine innere positive Grundspannung zu haben. Nicht Stress, sondern eine positive Grundspannung, damit du schauen kannst, okay, wo geht's denn hin? Und du kannst diese Konstellation Jupiter, Sonne im Widder jetzt noch die nächsten Tage wirklich nutzen für dich auch, für neue Projekte. Du kannst schauen, vielleicht ist da was, was ist denn bei dir im Widder so in den Planeten her? Was ist denn da bestrahlt? Wo kommt denn da eine gute Energie hin? Aber grundsätzlich ist das was Gutes, um etwas Neues zu beginnen und etwas Neues zu starten. Und unter diesen Vorzeichen freue ich mich natürlich, dass die Jahresausbildung Mediale Energetik jetzt startet. Gut, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderbare Zeit, ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe bis bald. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal.